Ich werde gleich eine Session halten über das Thema Kulturwandel im Unternehmen, wenn man Social Learning, Social Software in die Unternehmen hineinbringt, was sich da verändert, wie man das greifbar machen kann, weil das immer gar nicht so leicht ist, wenn die Kollegen und Kolleginnen plötzlich von der E-Mail, wo sie was verteilen, auf die Aktivitätenströme, wo sie was rausziehen müssen und sich Informationen holen müssen, was sich da so wandelt. Das ist gar nicht so leicht und greifbar und da versuche ich, das in der Session darzustellen anhand von praktischen Beispielen und zu diskutieren mit den Teilnehmern. Also die Wege, um die Leute abzuholen, ist ganz klar, dass man ihnen versucht, anhand von Anwendungsfällen die Mehrwerte darzustellen. Also zum Beispiel ein sehr schöner Anwendungsfall, der immer wieder greift, Meeting-Unterstützung. Wie kann ich Meetings unterstützen, indem ich beispielsweise ein Protokoll live im System mit ablegen kann. Wenn ich aus dem Meeting rausgehe, habe ich schon alles dokumentiert, die Kollegen können direkt darauf zugreifen und ich kann auch eine Vorbereitung initiieren im Vorhinein über die Plattform beispielsweise. Ja. Andere Beispiele sind projektübergreifende Zusammenarbeit an verschiedenen Standorten in einer Community und so weiter. Meistens braucht es, schon so 2-3 Monate muss man die ein bisschen bei der Stange halten. Man muss die Feedback-Community betreuen, die auch die Fragen abholen. Man muss ja auch mal ein Basic-Training machen, ein Aufbautraining, um so ein bisschen die Mehrwerte auch nach einer Weile erkennbar zu machen. Also das Vernetzen geht nicht von heute auf morgen. Das braucht seine Zeit.